Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wir sind ein bisschen Hektik in Aufbruchstimmung, weil heute geht unsere Fahrt weiter. Hier vom Lago di Garda an den Lago Maggiore. Warum, weshalb, erfahrt ihr in diesem Video. Und zwar ist es ganz schnell erklärt. Wir sind ja sowieso jetzt nicht die mit dem Mobil lange an einem Platz bleiben. Und hatten eigentlich auch hier am Lago di Garda gedacht, wir bleiben nur so 2-3 Tage. Und jetzt hat sich zufälligerweise ergeben, so schön, dass es diese Social-Media-Kanäle gibt, hat sich ergeben, dass Freunde von uns zurzeit am Lago Maggiore sind. Jo, und da haben wir kurzerhand mal dort angefragt, wie es bei denen auf dem Platz aussieht, ob die noch Platz haben. Konnten für uns einen Platz ergattern. Das heißt, heute geht's weiter und wir treffen die dann, freuen uns schon riesig drauf. Und dann, ja, wie gesagt, sind wir halt noch ein paar Tage mit denen zusammen am Lago Maggiore. So, jetzt aber erstmal einpacken, wir müssen los. Und währenddessen wir jetzt hier an der Mautstation warten müssen, wollte ich euch noch sagen, das hat natürlich immer so seine zwei Seiten. Stichwort reservieren auf den Campingplätzen. Also die mich schon länger jetzt hier auf YouTube begleiten, die wissen das. Ich reserviere normalerweise nicht, weil ich natürlich auch genau diese Freiheit haben möchte, dass ich sagen kann, wenn sich irgendwas anderes ergibt oder Schlechtwetterphase oder weiß der Kuckuck was, dass du halt dann nicht fix da gebunden bist in dem reservierten Zeitraum, sondern dann, dass du auch spontan bleiben kannst. Die andere Seite ist natürlich ganz klar, ihr habt es ja jetzt erlebt in dem letzten Video, du musst natürlich dann mal suchen auch. Ne? Dann ist natürlich auch mal der erste, der zweite, vielleicht der dritte Campingplatz auch noch nicht frei. Aber dann fährt man halt ein Stückchen weiter. Ich favorisiere das halt, dass man sich halt nicht festlegt, weil sonst hätten wir jetzt sowas wie heute nicht machen können, dass wir sagen, oh geil, Freunde sind hier auf dem Platz ein Stückchen weiter, fahren wir doch zu denen. Und da wären wir dann auch schon am Lago Maggiore. Und wir sind jetzt angekommen in Macagno und der Campingplatz, auf den wir jetzt fahren, ist der Lago Camp. War ich auch schon mal vor ein paar Jahren gewesen, deswegen weiß ich, dass der sehr schön ist und freue mich jetzt, dass man nach ein paar Jahren mal wieder auf den Campingplatz kommt. Ach so, und übrigens, also das Interessante ist auch noch an der Geschichte, Freunde, die jetzt von uns hier sind, die habe ich auch hier kennengelernt. Also es ist jetzt heute wirklich so eine Revival-Tour. Jawohl, da sind wir. Guck, die fahren Lago Camp. So, müssen wir draußen warten. Oh, ich fahre, glaube ich, rein. Ja, Leute, wir sind jetzt schon 2-3 Tage da. Ihr merkt es am Wetter. Als wir ankamen, wir haben dann aufgebaut, war es eigentlich sehr schön, ein sehr schöner Tag. Und dann wurde es wirklich am nächsten Tag doch recht schlecht. Hat aber zum Glück nur in der Nacht geregnet, aber tagsüber, wie ihr jetzt seht, recht diesig. Ich wollte euch jetzt trotzdem nur noch mal ganz kurz den Platz hier zeigen vom Lago Camp. Lasst euch jetzt aber nicht täuschen, es ist jetzt relativ leer, weil heute sind relativ viele abgefahren. Also als wir kamen, war der Platz ein bisschen voller. Das sind jetzt hier so die Plätze. An den Plätzen selber gibt es nicht direkt Wasser, nur Strom, auch kein Abwasser. Hier stehen wir. Und wenn ihr jetzt mal da durchguckt, da hinten, ich gehe gerade mal durch, da sieht man dann, das sind dann so Wasserstellen hier halt auf dem Platz verteilt, wo man sich dann auch Trinkwasser zapfen kann. Und ja, jetzt seht das mal. Also auch von unserem Stellplatz können wir direkt runter zum Lago Maggiore gucken. Da kann man jetzt hier vom Platz aus direkt durchs Tor an den See. Ihr braucht halt jetzt ein ganz klein bisschen Fantasie. Stellt euch das bitte mal wieder mit blauem Himmel und Sonne vor.
dann wirkt das Ganze natürlich noch viel schöner. Aber man kann es hier wirklich durchaus aushalten. Kein Sandstrand, geht über Steine rein. Ich sage es auch ehrlich, war nicht im Wasser gewesen. War mir jetzt bei dem Wetter deutlich zu kühl. Das Wasser ist ja auch noch kühl. Aber wunderbar klar, weil es halt Steine sind. Und so Badeschuhe, die sind dann schon angebracht, weil man wirklich über die Steine reingehen muss. Aber jo, schon auch sehr schön hier. Und ja, aber ansonsten wirklich schön gelegen. Ich, wie gesagt, zeige euch ein bisschen was von dem Platz. Ganz interessant, ich hatte euch ja auch erzählt, dass wir vor ein paar Jahren schon mal hier waren. Also ich kenne den Platz. Und was ganz schön ist, was wirklich klasse ist, das Waschhaus ist komplett renoviert, saniert. Also das ist wirklich super schick jetzt. Duschen, alles auf dem neuesten Stand. Wirklich auch sehr schön gemacht. Hier mit einer Ablage fürs Duschgel. Schöne Möglichkeit, dass man was hinhängt und seine Sachen auch abstellen kann. Also haben sie wirklich sehr, sehr schick gemacht. Also ich kenne es noch ja, von den Zeiten davor. Und ja, war nötig gewesen, aber haben sie jetzt wirklich, wirklich toll gemacht. Und natürlich gibt es hier auf dem Platz auch eine Ver- und Entsorgungsstation. Vorne direkt hier an der Zufahrt, habt ihr schon gesehen, als wir angekommen sind, wo die Rezeption ist, ist auch ein kleiner Bar, Restaurant dabei. Nicht unweit, hier ist ein Supermarkt, also man kann sich auch wirklich bestens versorgen. Deswegen, den Platz kann ich nur empfehlen. Ich finde es unheimlich schön, dass ich jetzt hier noch mal bin, nach den vielen Jahren. Und mache euch natürlich unten in die Beschreibung auch einen Link zu dem Platz rein. Ja, und wir werden jetzt hier noch ein paar Tage bleiben, bevor es dann weitergeht. Wir wissen noch nicht genau, wohin, also haben noch kein festes Ziel. Dann bedanke ich mich auch in diesem Video wieder fürs Zuschauen. Macht's gut, habe die Ehre, ciao.